Das Ding ist. Ja, was ist das Ding? Ich muss mal gerade ruhig sein. Ich glaube, der Große ist gerade hier bei mir. Ja, zumindest die wandern gerade alle in deine Richtung, aber jetzt drehen sich gerade alle wieder rum. Ja. Also irgendwie hast du Krach gemacht. Ja, wahrscheinlich war ich einmal kurz zu nah dran. Dann bin ich zurückgeschlichen. Wie ist denn die Position jetzt? Die laufen wieder zurück um zu der Antenne und da zurück. Also die sind jetzt wieder bei der Antenne unten. Das okay. Weiter oben sehe ich keinen. Ich hab jetzt eröffnet. Das habe ich gesehen. Aber ich konnte leider nicht wirklich mitmachen. Ein Großteil hinüber. Antenne ist schon tot. Okay. Wenn du einen Großen getötet hast, sind jetzt alle tot. Wenn nicht, läuft dann noch ein Großer rum. Nee, der Große, aber einer muss noch rumdackeln. Ich habe eben gesagt, ich habe einen Großen tot gemacht. Gut, wenn du einen Großen tot gemacht hast, dann haben wir noch einen zweiten vor uns. Ich habe auch zwei Große gelootet. Ich lade ihn mal ein, warte. Ich habe ihn eingeladen. Wenn's gelbe Funken gibt, dann hast du zwar dieses Ding getroffen, aber keinen Schaden angerichtet. Irgendeinem Grund ist er paralysiert. Ja, weil ich ihn im Schacht gehalten. Ich habe ihn im Schach gehalten, mein Freund. Mhm. Das war quasi meine Meisterleistung heute Abend. Das war gerade deine Meisterleistung. Schreibt doch mal in die Kommentare. Applaus, Applaus. Applaus, Applaus. Was liegt denn hier noch rum? Warum ist das hier so hell? Oh Gott, ich hab mich mal jetzt erschrocken, ey. Hast du den Donner jetzt nicht gehört? Nee, die sind vielleicht auch nicht synchron. Hm. Da unten sind noch irgendwelche Lichter. Da sind noch irgendwelche Viecher. Hinterm Haus. Ja, ich guck mal gerade da hinten, ne? Oh. Mir hat jemand wieder gemacht. Okay. Irgendwas ist da noch hinten in die Richtung, außer du hast ihn schon platt gemacht. Da war ihm noch ein rotes Licht. Ja, einer muss noch rennen, einer ist noch da, meine ich. So. Wurde der Gebieter, ich hab's nicht ganz gelesen, was?
Der Gebiete der Burg Iboholmen, da sind jetzt drei tatsächlich. Vier dicke, die haben sich da zusammengetan. Ich glaube, wir haben ein jämmerliches Problem, glaube ich, bald. Ja, easy. Und da habe ich natürlich ein bisschen Bammel. Aber nicht so sehr. Ich hab den Klappbär. So. Erstmal wieder eine Runde Stoff mitnehmen. Weißt du, das ist das, woraus der richtige Stoff gemacht wurde. Doch, ich glaube, ich kann den hier lassen. Wir craften ja nichts und so, ne? Ich glaube, das wird nochmal relevanter in dem Spiel. Ja, gut. Und dann irgendwann nicht mehr so viel Munition und Co. findet. Ich bin, ich bin noch nicht ganz voll. Also ich werde nochmal noch ein bisschen nachlegen. Und damit meine ich nicht noch ein Bierchen zischen, sondern ich hoffe jetzt mal darauf, dass wir bald hier nochmal eine Kiste finden. Und wir entsprechend, Holz muss ich jetzt nicht mitnehmen. Ich weiß, dass wir irgendwann craften können im Sinne von ein Haus bauen und so ein Krimskrams. Aber ich glaube, das vertagen wir sowieso noch ein bisschen. Ja, ich glaube auch so arg schnell passiert das noch nicht, aber wir haben schon diverse Rezepte gefunden. Ja, eins nach dem anderen. Auch da könnten wir mal zusammenlegen, ob wir beide die gleichen Rezepte haben und ob der eine quasi, also ich glaube, ich kann schon Medkits craften, falls wir irgendwann mal zu wenig haben. Die Pump Action kann ich hier lassen, glaube ich. Ich habe nochmal eine Pumpe gefunden. Gott sei Dank, Mann, habe ich eine Pumpgun. So. Huch, wir sind ein Sieden. Halt. Da hat einer irgendwie was, Oh. Der hat sich in der Badewanne versteckt. Ich habe irgendwie das Gefühl, das wird mal ein ganz böses Ende nehmen da oben. Freunde, ich habe so das Gefühl, das wird sowieso noch ein übelst langer Marsch hier durch das... durch dieses Spiel sowieso. Ich weiß gar nicht, wie lange wir mit General ist. Ich glaube, auf eine Flasche geschossen. Achso. Ich weiß auch gar nicht, wie lange wir noch mit Generation Zero dran sind. Also ich habe irgendwo das Gefühl, dass wir Minimum 50 Stunden irgendwie in dem Spiel. Wahrscheinlich ist es noch ein bisschen utopisch, wahrscheinlich ist es noch weitaus mehr. Ja, ich glaube auch. Also wir sind auf der ersten von drei Inselgruppen. Oder vier oder wie viel auch immer. Ich würde mal schätzen, eins. Und ja, vielleicht und haben ist das da von der zwei, okay, wir haben zwei, die große, wir haben vier, die große. Fünf. Ich, ja, irgendwie sowas. Und ich habe ja das Gefühl, dass wir so langsam am Punkt sind, wo dass das unsere Endgegner werden. Ja, wobei ich neulich in einem der Kommentare gelesen habe, vielen Dank an der Stelle übrigens dafür, auf die Inseln kann man rüber warten, wenn man die richtige Stelle findet. Da sind dann auch manchmal noch gute Dinge. Das auf heißt, diese Mini-Inseln? Irgendwann... Wir müssten nochmal zum Leuchtturm runter, zum Beispiel. Was? Und ja gut, da wäre zum Beispiel da ja hier so in dem Bereich. Also rein theoretisch. Zumindest auf die hier. Wir könnten schnell reisen zum Unterschlupf da unten, aber ich würde irgendwie hier oben einen Schnellreisepunkt irgendwie noch, also einen Unterschlupf hier oben finden. Ja. Und dann können wir hin und her reisen, tatsächlich. Dann können wir das mal machen. Das wäre natürlich spannend, also da hätte ich Bock drauf. Jetzt habe ich das Holz doch mitgenommen. Na gut, okay. Alles klar. Das ist natürlich auch eine Variante zu sagen, wir nehmen alles mit und wenn wir voll sind, dann reisen wir halt mit einer Schnellreise irgendwo hin. Und packen es dahin. Ist doch langweilig. Ich lege das Holz jetzt wieder ab. Was ist mit dem Holz? Ganz ehrlich. Die Textilien, das ist doch viel zu schwer. Ich bin dann irgendwann Master auf Holz. Achso, dann können wir vielleicht, wenn wir jetzt gerade ein bisschen Ruhe haben. Habe ich 24 Klebstoff? Wo wären denn die Pläne? Wenn du auf Log gehst und dann rechts rüber auf Pläne, Log. Dann siehst du sowohl Kleidung, Munition und Ausrüstung, was du herstellen kannst. Und ich kann zum Beispiel... Pläne, was kann ich denn herstellen? Ich kann eine Hose herstellen. Eine kugelfeste Jacke kann ich herstellen? Nee. Doch, doch. Ich glaube... Explosionsfeste Hose. Kugelfeste Jacke, genau. Ja, du lass mich doch mal ausreden. Eine Explosionshose. Nee, eine Explosionsfest. Das ist ein Übersetzungsfehler und heißt, dass du einfach mit dem Aufwenden von, wenn wir mal bei der Hose bleiben, 25 oder 8, nee, 8 Klebstoff, 24 Stahl und 8 Gummi,
eine Hose plus 1 Explosionswiderstand geben kannst. Das heißt, wenn du das Doppelte aufwendest, kannst du plus 2 Explosionswiderstand geben. Und ich glaube, dass das schon wichtig ist, irgendwann sich seine Wunschklamotten sozusagen zu nehmen und die aufzurüsten. Ach, pappelapapp. So, einfach. Ich kann bei Munition kann ich Vogeldunstmunition herstellen. Und bei Ausrüstung kann ich ein einfaches Erste-Hilfe-Set herstellen. Ah, okay, aber ich müsste Sprengstoff herstellen. Okay, alles klar. Ja, dann müsste man. Wenn du Munition schredderst, dann, Sprengstoff. Ja, dann müsste man mal gucken, dass wir die im nächsten Unterschlupf dann bei den Stationen, dass man probieren einfach mal. Mhm. Gut, dann gucke ich mal nach Fertigkeiten. Habe ich da mittlerweile einen Punkt bekommen? Ich meine ja. So, Bergen. Wo wollte ich hin? Was wollte ich eigentlich machen? Wissbegierde. Mehr EP. Wo mehr EP natürlich schon ziemlich cool wäre, ne? Markierungsinfo. Vergrößert die Informationsmenge, wenn ein Gegner durch jetzt in der Fernklasse. Schwierigkeit, bla bla. So, ich hätte. Okay, ich hätte Bergen, ich hätte Mechaniker, ich hätte. Schalte Fähigkeit frei, sogar beschädigte generische Komponenten zu bergen. Ah ne, gegnerische, nicht generische. Komponenten zu bergen. Ich bin noch ein bisschen unschlüssig, was ich noch mache. Worauf haben wir uns denn geeinigt? Und warum bist du am Kämpfen? Weil da eine Flugdrohne war. Aber warum denn? Weil wir die übersehen haben vorhin. Ach, wir übersehen doch nichts. Stichwort Fertigkeiten. Was wollten wir uns denn da zurecht tüdeln? Da haben wir doch gesagt, du machst irgendwie den Strang und ich mache irgendeinen anderen Strang. Du wolltest doch endlich mal den Dietrich fertig machen. Das kann ich doch schon. Das kann ich doch schon. Ich kann Schlösser knacken. Dann gucke ich mal, ob ich ein paar. Dann könnte ich Bergen. Und dann kann ich Bergen klicken. Dann könnte ich mehr Munition haben. Und dann hätte ich den Mechaniker und ganz zum Schluss Sprengstoffexperte. Sprengstoffbewaffnung verursacht mehr Schaden. Das ist, glaube ich, genau das, was cool wäre. Und dann hätte ich noch einen Ingenieur. Wenn die Ingenieurspezialisierung aktiv ist, kannst du unbeschädigte Tick-Kapseln von Gegnern aufsammeln und mit ihnen Ticks freisetzen, die Gegner angreifen. Sticks sind die kleinen Biester. Ticks? Die kleinen Spinnenbiester. Ja, okay. Irgendwie bin ich noch ein bisschen hin und weg. Ich habe noch keine wirkliche. Ich auch ehrlich gesagt gerade nicht. Verringere deine Sichtbarkeit für Gegner. Okay, das wäre vielleicht. Ja, mal. Da bei Versorgung das erste, wo oben Wurfpräzision steht, da steht ganz unten Kommandeur. Und das ist der die Funkgeräte von 3 auf 6 Anwendungen hochschraubt. Ja. Was wir vorhin hatten. Wenn der ein Funkgerät setzt oder wenn alle, wenn das aktiv ist, wenn die Spezialisierung aktiv ist, können bereitgestellte Funkgeräte 3 weitere Male verwendet werden. Ja. Da geht es noch weiter, da kann man runterscrollen. Wenn ein Spieler dein eingesetztes Funkgerät benutzt, wird eine Anwendung abgezogen. Es kann immer nur eine Spezialisierung. Okay, das steht bei allen. Dass man sich am Ende sozusagen entscheiden muss, welche seiner Spezialfähigkeiten man beischalten möchte. Ja. Also ich würde mir jetzt noch ein bisschen mehr Ausdauermenge geben. Ich denke, also den Strang mit der Ausdauerregeneration, den werde ich runter machen, dass ich irgendwann Kommandosoldat bin. Ja. Kommandosoldat? Ja. Ich will das Kommando geben. So, Tommy, rechts, Tommy, links, Tommy, Schuhe putzen. Ich bin der Kommandosoldat. Ja, Bewegungsgeräusch ist weniger. Der ist sehr sinnvoll. Ausdauermenge wäre gut. Lauftempo wäre gut. Also meine Tragekapazität wäre super. Standfest. Das ist dieses, wenn die Viecher dich anspringen und zum Boden werfen, dass das nicht so schnell passiert. Ich kann immer nur eine spezielle. Achso. Okay. Ohne eine Adrenalinspritze zu verwenden, ist auch nicht so verkehrt. Ganz ehrlich, ich würde irgendwie die Überleben und Technik irgendwie
Ja, ich habe den irgendwie Ausdauergeneration, habe ich jetzt eins weitergetrieben. Markierungsinfo. Ich mache jetzt, glaube ich, mir die Ausdauergeneration. Gesundheitsmenge, Sichtbarkeit. Ich bin sehr hin und her gerissen. Ich glaube, weniger sichtbar ist sehr, sehr gut. Ich mache weniger sichtbar. Ja, okay. Das heißt, du machst jetzt auch diesen Strang? Ja, und ich mache noch einen anderen nebenbei. Also wir sind noch am Anfang. Also wir haben noch übelst viel vor uns. Also ich werde auf Technik gehen. Sprengstoff und Überleben. Also ich glaube, man muss sich auch sowieso insgesamt ein bisschen auf was konzentrieren. Ich glaube, ich habe so mein Krimskrams schon. Die Empfehlung aus den Kommentaren war, dass wir uns auf unterschiedliche Dinge konzentrieren. Ja. Beide dasselbe machen. Ja, das ist grundsätzlich okay und grundsätzlich auch gut. Für die Tipps bin ich auch wirklich immer sehr, sehr dankbar. Ich merke mir wahrscheinlich auch die ganzen Tipps nicht so hundertprozentig. Ich tue natürlich mein Bestes, aber ich will natürlich auch das spielen, worauf ich halt Bock habe, weißt du? Und, Also mir haben sie echt Angst gemacht. Mir haben sie Angst gemacht vor diesen großen Obermotzen. Ach Quatsch, brauchst du nicht. Aber die sind jetzt, die rotten sich da hinten zusammen. Wir können weiter zu unserem Over and Out Hauptmissionspunkt gehen. Ja, ich glaube, das wird noch getriggert oder so. Ich könnte mir vorstellen, da wird noch was kommen. Da wird noch was kommen? Ja, so im Sinne von Edge, jetzt verfolgen wir euch. Ach so, du meinst, dass die irgendwann uns über die Map hetzen? Ja, es kann durchaus passieren, dass die auch irgendwann die Position noch wechseln. Und ja, wir haben natürlich nachher noch ein paar mehr Monster vor uns und so, dann gibt es wahrscheinlich mehr XP und dann haben wir noch ein paar Level-Ups und so weiter. Wird schon spannend. Aber ich glaube, mit diesen passiven Sachen, wie weniger gesehen werden, mehr Ausdauer und so, bist du erstmal grundlegend sowieso in einer besseren Position. Licht aus, ich höre irgendwas. Bist du sowieso in einer besseren Position, weißt du? Das sind so grundlegende Sachen, die muss einfach jeder haben. You know what I mean? Ey, da vorne sind Gegner. Hast du mal zugehört? Ich hab zugehört, aber die Gegner gehen... Das interessiert dich nicht, okay, alles klar. Du, aber ich glaube, die können wir relativ leicht überrennen. Okay, ich halte mich links und du hältst dich rechts auf die Gegner. Mal, dann muss ich mal einen neuen ins Visier nehmen. Bist du weit? Okay, können wir machen. Feuer. Waren es echt nur drei? Nee, vier. Einen sehe ich nicht so gut. Ja, perfekt. Den haben wir gemacht. Das war gut. Das war erschreckend einfach. Ach, das ist dieser Funkturm, von dem vorhin die Rede war. Das, ja, ja. Da hockt jetzt wahrscheinlich wieder so ein Tick an dem Funkturm dran. Ja, tut er. Ich schieße ihn da mal runter. So, jetzt müsste der Funkturm wieder frei sein. Ja, hier guckt noch was rum. Wahrscheinlich in diesem Ding da drin, ne?